Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Büro. Daher, weil hier alles noch ein bisschen chaotisch ist, nur Audio und ich mache die ja schon und kommentiere die mal. Das geht jetzt halt einfach nicht anders. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen, schnupfenbedingt. Der ist leider nicht besser geworden, aber ja, so ist es nun mal. Ja, dieses Tier, was wir hier sehen können, das ist ein ganz interessantes Exemplar von einem sogenannten Goldschakal. Zumindest weist alles an diesem Bild darauf hin, dass es sich tatsächlich um einen Goldschakal handelt. Der Rumpf zu Schwanzlänge ist recht charakteristisch. Das Tier hat vergleichsweise kleine Ohren, ist offensichtlich in irgendeiner Form ein Hundeartiger. Der Körper wirkt auch eher gedrungen, also ist für die damalige Zeit eine relativ akkurate Zeichnung vom Goldschakal, auf dem man ihn auch gut erkennen kann, zumal es, je nachdem aus welcher Region man kommt, sehr wohl auch optische Unterschiede in der Goldschakalpopulation gibt. Also einer, der in Thailand wohnt, schaut ein bisschen anders aus wie ein österreichischer Goldschakal beispielsweise. Und da ist es also nur normal, dass der jetzt nicht unbedingt wie unsere Goldschakale im engeren Sinn aussieht. Aber spannend eben an dieser Abbildung ist, dass die von einem gewissen Zakaria ibn Muhammad Qaswini gemalt worden oder gezeichnet worden ist, und das dürfte gewesen sein irgendwo zwischen 1203 und 1283 nach Christus und vermutlich auch irgendwo im Nahen Osten entstanden sein. Und das gehört eben wie auch die anderen genannten Ecken, wie zum Beispiel eben tatsächlich Thailand, noch zum Verbreitungsgebiet von unserem Goldschakal. Der hat also ein sehr, sehr großes, geht von, wissen wir nicht, wie weit er noch kommen wird. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber erste Goldschakale hat man schon in Skandinavien entdeckt, in Finnland zum Beispiel. Dann geht das also mindestens mal von da, zumindest theoretisch, bis eben rüber nach Ostasien, so weit wie man halt nach Ostasien kommt, bevor da so ein Oller Pazifik im Weg ist. Und das ist also schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dass dieses Tier auch schon so lange bereits bekannt ist, ebenfalls durchaus eine ganz bemerkenswerte Sache. Und das wird nicht das einzig Bemerkenswerte bleiben, weil jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Definitionsarbeit leisten. Hier hätte ich jetzt nämlich drei Begriffe und warum die wichtig sind, beziehungsweise wo da der Goldschakal als ziemliche Sensation einzufügen ist. Denn das ist er. Also ich bin total begeistert, dass der bei uns vorbeischaut und würde ihn sofort knuddeln, sobald er mir über den Weg läuft, nur dass er mich dann beißt. Aber egal, das wäre es wert. Gut, nämlich die drei Begriffe sind autochthon, allochthon und invasiv. Warum habe ich jetzt autochthon und nicht heimisch und allochthon anstatt von Neobiota hingeschrieben? Weil es erstens klingt krasser und zweitens ist es tatsächlich korrekter und die Begriffe autochthon bzw. allochthon oder eben gebietsheimisch, gebietsfremd und so weiter, das wechselt immer mal wieder, je nachdem, wie sehr gerade politisch korrekte Sprache notwendig ist. Man hat zum Beispiel bei Allochton auch mal von fremdländischen Arten gesprochen. Das hat man dann irgendwann wieder sein lassen, weil das irgendwie zu politisch geklungen hat. Und ja, dann war das eben wieder nicht mehr gut. Und dann musste man von heimischen Arten, wollte man dann auch nicht mehr sprechen, weil das hat immer wieder auch wieder so einen politischen Hintergrund, gerade eben um 2015 mit der deutlich hitzigeren Debatte um Flüchtlinge zum Beispiel, wurde da viel diskutiert, inwiefern man das eine oder das andere noch sagen kann. Daher hat sich die Wissenschaft darauf verlegt, einfach von Autochton und Allochton zu sprechen. Die Begriffe gibt es natürlich schon deutlich länger, aber wurden nicht so häufig verwendet, weil sie halt so ein bisschen fancy Wissenschaftsblabla technisch klingen. Sind sie ja streng genommen auch, aber dann weiß wenigstens jeder, was gemeint ist. Und zwar Autochton im beobachteten Gebiet durch Evolution entstanden oder im Rahmen einer natürlichen Arealerweiterung oder Arealverschiebung eingewanderte Art. Wichtig, natürliche Arealerweiterung. Das Areal ist das Verbreitungsgebiet im Grunde einer Art. Das wäre zum Beispiel beim Wolf komplett einmal um die Nordhalbkugel, zirkumpolar, also komplett um den gesamten Nordpol sozusagen drumherum, bis sehr weit runter, bis Nordafrika, kommt Canis lupus tatsächlich vor. Ein riesiges Areal, vielleicht eines der größten Verbreitungsgebiete irgendeiner
eines Säugetieres weltweit. Das wäre jetzt eben nur ein Beispiel von Areal gewesen. So, und dieses Areal verschiebt sich eben im Lauf der Zeit, je nachdem, welche Faktoren auf diese Art einwirken. Das ist auch bei Pflanzen so, beispielsweise die Buche ist momentan gerade wahrscheinlich noch dabei, sich weiter nach Norden zu verschieben, wird dann irgendwann nach mindestens mal Südschweden deutlich einwandern, bis hin zu Mittelschweden möglicherweise irgendwann einwandern und so weiter und so fort. Auch das ist letztendlich erstmal eine natürliche Arealerweiterung bzw. Verschiebung, weil es könnte sein, dass sie gegen Süden wieder wegstirbt, weil es da dann zu heiß für die Buche wird und sich dann das Areal eben nicht nur erweitert, weil es auf der einen Seite stirbt und auf der anderen Seite dazu gewinnt, sondern sich dann damit quasi verschiebt. Ja, ist also relativ klar, was damit gemeint ist. Wichtig ist, für Autochton muss es von alleine entstanden oder von alleine sich entwickelt haben. Ja? Da darf kein deutlicher, mindestens kein deutlicher menschlicher Einfluss dabei zutage gekommen sein. Und damit schließt es die Buche auch schon wieder ein Stück weit aus, weil bei der Buche diskutiert wird, ob deren Ausbreitungsgestehen nicht doch vielleicht schon durch frühe Menschen, also spätestens die Jungsteinzeitler, mit beeinflusst worden ist. So. Aber egal, das führt jetzt zu weit. Allochton. Allochton ist das, was man eben als gebietsfremde Art oder Neobiota, falls ihr das schon mal gehört habt, das ist auch ein sehr schöner wissenschaftlicher Begriff, bezeichnen würde. Allerdings, Allochton schränkt diesen Neobiota-Begriff ein bisschen ein. Neobiota per se sind einfach mal nur neue Art. Na? Wieso und auf welchem Wege die neu ist, wird bei Neobiota nicht mit aufgenommen. Da steht einfach nur neu. Ja? War vorher nicht da, ist jetzt da. Das heißt, du kannst sie aus Afrika importiert und bei uns ausgesetzt haben, dann ist es Neobiota. Kann aber auch sein, dass sie über die Himalaya geklettert ist, zu uns runtergekommen ist und jetzt bei uns sich einen faulen Lenz macht. Und auch dann ist sie Neobiota. Letzteres ist aber eine selbstständige Leistung. Ersteres nicht. Und deswegen, weil das nun mal eine Rolle spielt für die meisten Forschungsergebnisse und übrigens auch für den Artenschutz und für eben die Forschung an natürlicher Artenausbreitung und der Biodiversität, unterscheidet man eben im Engeren von autochthonen Arten und eben allochthonen Arten, bei denen wir nachgeholfen haben, sozusagen. Ne? Denn Allochthonie, gebietsfremde Art, die durch mindestens indirektes menschliches Tun eingeführt wurde. Ja? Indirekt könnte zum Beispiel bedeuten, die Spinne, die sich in der Bananenkiste versteckt hat. Irgendwie sowas in diese Richtung. Indirekt könnte aber auch bedeuten, dass wir den Lebensraum so stark verändert haben, dass dadurch Wanderungsprozesse erst möglich wurden. Man ist sich zum Beispiel momentan noch nicht ganz einig, ob eine Wanderungsbewegung, die durch anthropogen verstärkten Klimawandel stattfindet und erst dadurch möglich wird, jetzt autochthon oder allochthon ist, ne? Weil wenn es nicht wärmer werden würde, woran wir schuld sind, dann würde diese Wanderungsbewegung wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber dadurch, dass es wärmer wird, ist die Wanderungsbewegung schon aus eigener Kraft der entsprechenden Art entsprungen. Soll heißen, irgendjemand, der von den hohen Temperaturen Richtung Norden wandert, der macht das von alleine. Wir fangen den nicht ein und setzen ihn im hohen Norden aus. Daher ein ganz schwieriges Thema. Ich habe hier noch in Klammer das Jahr 1492 erwähnt, weil alles, was vor 1492 schon da war, gilt als autochthon. Manchmal, je nach Publikation und je nach Definitionsweise, auch wenn es vor 1492 möglicherweise schon vom Menschen eingeführt worden ist. Ein beliebtes Beispiel ist bei Bäumen die Edelkastanie, also Maroni in Deutschland oder alternativ die Walnuss in Deutschland, auch beides von den Römern eingeführt um circa 50 nach Christus. Das heißt, es ist schon verdammt lange da, ist evolutionär aber nie hier entstanden und ist auch nicht aufgrund von eigener Kraft und der natürlichen Arealerweiterung nach Mitteleuropa eingewandert. So gesehen müsste man eigentlich von Allochton sprechen, wenn man es mit der Walnuss oder der Edelkastanie zu tun hat. Die werden aber zum Beispiel eben nicht mehr als Neobiota bezeichnet und hier herrscht eben ein gewisses Wirrwarr, was die verschiedenen Definitionen dieser Begrifflichkeiten angeht, ist aber wichtig. So, und jetzt kommen wir zu invasiv. Invasiv
kann im Grunde beides sein, autochthon wie auch allochthon. Von Invasivität sprechen wir nur immer dann, wenn eine gebietsfremde Art, die da jetzt neu hinzugekommen ist, also Neobiota, und bei dem Neu-Hinzukommen in ihr neues Domizil sozusagen hat sie ein hohes ökologisches Potenzial. Das bedeutet eine gute Angepasstheit an das neue Ökosystem, möglicherweise eine überlegende Angepasstheit an das neue Ökosystem und damit auch das Potenzial, die heimische Biodiversität zu gefährden oder sie zumindest mal negativ zu beeinflussen. Klar invasive Tierarten beispielsweise sind dieser rote Flusskrebs aus Amerika, Signalkrebs heißt da, glaube ich, und oder der Waschbär. Der Waschbär ist auch so ein ganz, ganz klassischer Fall, beziehungsweise der japanische Staudenknöterich bei den Pflanzen. Das sind jeweils ganz klare Beispiele für Invasivität. Die kommen bei uns wunderbar zurecht, weil sie keine natürlichen Feinde haben und sich noch nichts gegen sie wehren kann, sozusagen, weil sie auf einmal plötzlich da sind und sehr anpassungsfähig sind, insbesondere so ein Waschbär, und dann eben schlimme Schäden in der heimischen Biodiversität anrichten. Ja, Schäden heißt, sie rotten heimische Arten schlicht und ergreifend aus, was in einem funktionierenden Ökosystem zumindest nicht innerhalb von kürzesten Zeiträumen so passieren würde. Ja, also Invasivität kann man schon als was Negatives belegen. So, interessant ist jetzt allerdings, dass Invasivität akzeptiert werden würde von uns Menschen, das haben wir irgendwann mal so festgelegt und so steht es auch im Gesetz, solange es sich um eine autochthone Einwanderung handelt. Soll heißen, wenn jetzt der Goldschakal nach Mitteleuropa einwandert, was er autochthon tut, und dann invasiv wird, dann ist das zu akzeptieren, weil das eine natürliche Änderung in der Artenzusammensetzung der Natur ist. Eigentlich. Es wird dann aber trotzdem einen riesen Aufschrei von Seiten des Naturschutzes geben, dass das doch nicht sein kann. Und wenn der jetzt anfängt, Heidelerchen zu fressen zum Beispiel, dann kriegt er einen Shitstorm ab, obwohl er ganz von alleine hierher gekommen ist und im Grunde genauso zufrieden und zu Hause sein darf, wie jeder andere auch, der hier ganz von alleine angekommen ist. Also bei autochthonen Arten gilt, man darf die nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen. Die sind alle autochthon und haben damit alle eine Daseinsberechtigung. Und wenn sich die Lebensbedingungen nun mal so geändert haben, dass der eine jetzt besser klarkommt als die anderen, ist ein natürliches Aussterben von den anderen sozusagen dann auch ein natürlicher Prozess und meiner Meinung nach müsste man das dann akzeptieren. Ja, das wird nicht passieren, aber so schaut es aus. So, und warum ist jetzt, wo ist jetzt die Sensation? Wo ist jetzt das Krasse dabei? Das Krasse dabei ist, dass seit gefühlt Menschengedenken keine außereuropäische lebende Art mehr nach Zentraleuropa von alleine eingewandert ist, die auch nur ansatzweise 10 Kilo oder schwerer war. Das heißt, das ist ein Großsäugetier für die Verhältnisse von Säugetieren, also zumindest für europäische Verhältnisse ein wirklich großes Säugetier. 11 Kilo hat er maximal, selten mal mehr, der hier bei uns einwandert. Und das ganz von allein. Und der war eben auch noch nie da, auch nicht in vorchristlicher Zeit. Auch da war er noch nicht da. Ja, und auch nicht vor den Eiszeiten. Der war noch nie da. Der kommt komplett neu zu uns. Und das beobachten zu können mit aller moderner wissenschaftlicher Methodik und allem Großwildtier, Karnivoren, Monitor, was uns zur Verfügung steht, das ist eine große Chance, eine unglaublich faszinierende Aufgabe und was wahnsinnig Spannendes. Ja? Und da haben wir jetzt die Sensation. So, und damit beschäftigen wir uns jetzt noch etwas näher mit Canis aureus, dem Goldschakal. Und ja, der heißt Canis, das heißt, der ist sehr eng verwandt mit dem Wolf. Der heißt nämlich auch Canis lupus. Ja, ich muss aber noch mal gleich ein langweiliges Thema vorwegschießen, nämlich was Rechtliches, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, FFH-Gebiet? Habt ihr vielleicht schon mal drin gesessen? Ja, die findet man immer mal wieder auf irgendwelchen Karten. Ganz selten haben sie auch mal ein Schild in der Landschaft und man weiß nie so genau, was man da drin jetzt darf und was man nicht darf. Kurze Anmerkung, so ziemlich alles, was man überall anderswo auch sonst auch darf, die haben im nationalen Recht kaum nennenswerte Auswirkungen, was das Betreten der freien Natur einschränken würde.
Selten mal doch, wenn es dann insbesondere um Vogelschutzgebiete geht, dass während der Brutzeit diese nicht betreten werden dürfen oder der Hund an die Leine genommen werden muss. So, aber diese Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ist ja jetzt nicht nur dazu da, um uns zu ärgern, ist übrigens eine EU-Richtlinie, sondern dient tatsächlich auch dem Schutz von Flora und Fauna und deren Lebensräume, also Habitat, ne? Und da steht jetzt eben auch automatisch jedes Viech, das irgendwie in die EU einwandert, gleich erstmal irgendwo drin. Ja, entweder bei den stark geschützten oder bei den nicht so stark geschützten Tieren. Und im Fall vom Wolf beispielsweise, kaum war der zurückgekehrt in die EU, beziehungsweise in der EU war er ja nie ganz verschwunden, hat er gleich mal in Anhang 4 Platz gefunden der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und Anhang 4 besagt so viel wie streng geschützte Art, darfst du nicht umbringen. Es sei denn, Menschenleben stehen zur Disposition sozusagen. Ja, aber wirklich ganz streng geschützt. Und das ist ja eben auch der Grund, weshalb zum Beispiel so viel diskutiert wird, ob ein Wolf jetzt ins Jagdrecht aufgenommen werden kann, soll, was er gar nicht darf, weil er ja in Richtlinie 4 der Flora, Fauna, Habitat Gedöns drin steht. Ja, und damit müsste man erst europäisches Recht ändern, bevor man dann im nationalen Recht beschließen könnte, so einen Wolf zum Beispiel ins Jagdrecht aufzunehmen. Europäisches Recht geht da vor nationalem Recht, was diese FFH-Geschichten angeht. So, und wer von alleine einwandert in die EU, von alleine wohlgemerkt, und das tut ja unser Goldschakal, der landet in Anhang 5 der FFH-Richtlinie und da steht mehr oder weniger drin, dass du dann automatisch erstmal geschützt bist und ein allgemeines öffentliches Interesse daran besteht, dass der Einwandernde sich bitte auch ausbreiten möge und zwar so lange, bis er einen günstigen Erhaltungszustand erreicht hat und ab dem Punkt dürfen die jeweiligen Länder dann nationale Sachen treffen, beziehungsweise das dürfen sie auch jetzt schon, sobald er zum ersten Mal bei ihnen aufgetaucht ist, bereits erste nationale Dinge vorbereiten, zum Beispiel das Tier ins Jagdrecht überführen und mit der Bejagung anfangen, sobald der günstige Erhaltungszustand erreicht ist. Das ist zum Beispiel in Ungarn, meine ich, bereits der Fall, dass da bejagt wird. Aber ja gut, Ungarn hält sich sowieso nicht so wirklich an die restlichen Regelungen der restlichen EU, ne? Aber davon mal abgesehen. Gut, das wäre jetzt einfach nur wichtig. Bedeutet, der ist jetzt automatisch erstmal geschützt, aber anders als der Wolf, nicht per se, sondern nur so lange, wie er selten ist. Ist er nicht mehr selten, dann darf er theoretisch auch gejagt werden. In Deutschland erstmal nicht, dafür müsste er zunächst mal ins Jagdrecht aufgenommen werden. Aber sobald das passiert ist, könnte er theoretisch bei einem günstigen Haltungszustand bejagt werden. So, das war es jetzt aber wirklich mit dem langweiligen rechtlichen Zeug. Ja, weiter geht's mit diesem großen Thema bzw. Drama im Tierreich. Die beiden da wissen nämlich gar nicht, dass sie beide zu den Hundeartigen gehören. Möglicherweise haben sie sich gar nicht lieb, aber sie sind tatsächlich ziemlich nah verwandt, nämlich der Schabrackenschakal hier links, übrigens auch ein Schakal, ne, wie unser Goldschakal, und der südafrikanische Seebär rechts im Bild, beziehungsweise auch hinten, die gehören beide zu den Hundeartigen. Die Gruppe der Hundeartigen ist nämlich erstaunlich groß und da sind zum Beispiel eben die Robben drin, aber eben auch zum Beispiel die Bären. Also ein Braunbär, Schwarzbär und so weiter und so fort gehören da ebenfalls in die Gruppe der Hundeartigen rein. Innerhalb der Hundeartigen interessieren uns dann vor allen Dingen jetzt natürlich die Hunde und dazu habe ich auch ein schönes Bild. Also die Überfamilie, also die Gruppe, die wir gerade hatten, die Hundeartige, die Canoidae, das sind eben inklusive Walrösser und so weiter und so fort, ne? Dann gibt es eben dann die eigentliche Familie der Hunde, das sind die Canidae, dazu hier diese alte Abbildung. Da haben wir oben links, wer kennt ihn nicht, den guten Allopex lagopus, manchmal auch Vulpes lagopus genannt, je nachdem, in welchem Jahr wir uns gerade befinden, der Geschichtsschreibung. Das ist der Eisfuchs, den findet man zum Beispiel im nördlichen Skandinavien oder auf Grönland, ein tolles
tolles Tier. Oben rechts den Rotfuchs, Vulpes vulpes. Ja, der klassische Fuchs, den wir bei uns auch haben und den wir kennen. Dann haben wir unten links den sogenannten Mackenzie-Wolf. Das ist allerdings auch einfach nur ein Wolf, Canis lupus. Den gibt es ja in zig Ausprägungen über den Planeten verteilt, sehen die sich manchmal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ähnlich, sind aber alle miteinander kreuzbar und das würde dabei dann letztendlich irgendeine Form von, ja, letztendlich Hund rauskommen, sobald du zwei Wolfsunterarten miteinander kreuzt, weil jeder gemeine Haushund auch letztendlich eine Unterart des Wolfes ist. Die sind ja immer noch miteinander kreuzbar und gehören damit der gleichen Biospezies an. So, und unten rechts haben wir dann den Kojoten. Kojoten und Wölfe sind zum Teil richtig schwer auseinanderzuhalten. So ein kleines bisschen kann man es versuchen, indem man feststellt, dass der Kojote eine etwas gedrungenere Gestalt hat. Und wenn Kojote und Wolf nebeneinander stehen, dann sieht man, dass der Wolf auch deutlich größer ist als der Kojote. Aber ja, das ist gar nicht so einfach, die wirklich auseinanderzuhalten. Und dazu habe ich ja auch noch dieses folgende Bild. Hier sehen wir nämlich jetzt mal in echten Fotos verschiedene Vertreter der Hunde, die sich verdammt ähnlich sehen. Das ist hier auch Absicht, dass man ausgerechnet welche genommen hat, die sich ähnlich sehen. Wer findet den Goldschakal? Ihr könnt ja mal kurz 3 Sekunden drüber nachdenken. Ich mache Wartemusik. Gut, reicht. Also Goldschakal unten rechts. Ja, das kann man wohl kaum wissen, wenn man es nicht weiß, weil, ja, wie gesagt, wenn man die in freier Wildbahn trifft oder gar ein verschwommenes Foto oder auf eine gewisse Entfernung erblickt, dann kommt es eigentlich im Wesentlichen darauf an, was könnte denn da vorkommen, wo man ist. Und dann ist es wahrscheinlich eins von denen, die da möglicherweise vorkommen könnten und wahrscheinlich auch das, was einfach am häufigsten ist. Und das führt häufig zu Verwechslungen, dass man den Goldschakal, selbst wenn man ihn gesehen hat, halt häufig doch nicht gesehen hat, weil man eben nur denkt, man hätte ihn gesehen, aber am Ende war er es gar nicht, sondern es war der Kollege hier links nebendran, das ist ein anderer Schakal, ich weiß gar nicht welcher, oder es war tatsächlich ein kleiner Vertreter oder ein junger Vertreter von dem Kollegen Mitte links, das ist ein Polarwolf, einer der größten Wölfe weltweit, ja, was heißt einer der größten, es ist der größte, je nördlicher man kommt, desto größer werden die Wölfe, so ein Polarwolf kann bis zu 70 Kilo erreichen, das ist dann ein ordentlicher Trümmer und ja, dann haben wir hier rechts wiederum einen Schabrackenschakal, wenn mich nicht alles täuscht, aber seht ihr, ich bin mir selber nicht sicher. Und ich habe jetzt absichtlich auch nicht nochmal großartig nachgelesen, wer hier eigentlich wer ist, um einfach zu demonstrieren und zu verdeutlichen, wie sauschwierig das manchmal sein kann, die ja, schakalartig, wolfartig aussehenden Hunde auseinanderzuhalten. Und drum gibt es eben innerhalb der Canidae, also der Hunde, auch eben nochmal die Wolfs- und Schakalartigen als eigene Unterkategorie, weil die sich alle verflucht ähnlich aussehen und auch ziemlich nah miteinander verwandt sind. Dazu gibt es hier auch so eine schöne Tabelle, die so grob den Verwandtschaftsgrad in Form einer Zahl angibt. Ja, und im Grunde könnt ihr hier im phylogenetischer Systematik grob mal sehen, wer mit wem wie nah verwandt ist und wann die sich jeweils abgespalten haben, beziehungsweise oben links sieht man 3,5 Millionen Jahre, ja, das müssten Millionen Jahre sein, in denen die jeweiligen Stammbäume so ein bisschen abzweigen. Und im Grunde ist eben im Prinzip der Wolf die Ausgangsart und je näher die anderen Tiere am Wolf dran sind, desto näher sind die miteinander verwandt. Und wenn man sich jetzt auch noch mal so ein bisschen die Bilder anguckt, nur mal so grob vom Umriss her, ich weiß, das ist klein, aber das reicht ja auch tatsächlich aus. Die sehen sich schon alle ziemlich ähnlich, mal vielleicht abgesehen vom afrikanischen Wildhund. Den würde ich jetzt wirklich mehr so ein bisschen Richtung Hyäne drücken. Und den Schabrackenschakal, ja, der hat irgendwie was von einem tiefer gelegten Schäferhund. Da kann man also vielleicht auch, aber andererseits, guckt euch mal den Schabrackenschakal ganz unten und den Wolf ganz oben an. So rein von der Körperform her, mal abgesehen davon, dass der Schakal deutlich größere Ohren hat, vielleicht auch einen buschigeren Schwanz, aber das ist auch nicht immer so. Also es ist sauschwierig auf gut Deutsch. Ja, das ist so das, worauf ich hinaus möchte. Unser Goldschakal ist übrigens ziemlich genau in der Mitte anzutreffen. Und ja, halt die mal in der Praxis auseinander.
So, und die Praxis sieht dann ganz häufig so aus, dass man, wenn man dann jetzt eben wissen möchte, ob denn der Goldschakal und eventuell auch noch der Kerl da rechts bei einem unterwegs ist, dann hängt man natürlich Fotofallen in den Wald. Und dann hofft man, dass die entsprechenden Tiere da auch reinrennen, insbesondere wenn man ihnen vielleicht noch einen kleinen Köder hinlegt oder ja andere gute Plätze für eben Fotofallen wählt. Ja, und früher oder später rennt dann der eine oder andere Hund sozusagen mal in die Falle und dann kann man sich wunderbar kloppen, was ist denn das jetzt überhaupt für einer? Ne, normalerweise hättest du da bis vor ein paar Jahren gefühlt in Deutschland eigentlich entweder einen Fuchs gehabt, das ist klar und eindeutig, oder eben einen Wolf, auch klar und eindeutig, sofern es jetzt nicht ein verwilderter Haushund ist. So, und jetzt taucht auf einmal dieser Goldschakal da in der Mitte auf und was zum Geier ist denn der jetzt? Ist das jetzt ein Wolf? Ist das jetzt ein Hund? Oder ist das jetzt ein Fuchs? Ja, das führt dazu, dass Goldschakale ganz häufig nicht richtig erkannt werden, wenn man sich damit nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Ich tue mich da auch schwer. Also wenn man mir jetzt random Fotos von Hundeartigen, also von Hunden genau genommen, Kaniden vor die Augen schmeißt, dann werde ich bestimmt auch Fehler machen und nicht jeden Goldschakal immer als Goldschakal erkennen, weil es kann ja auch ein Jungtier zum Beispiel sein, das ist dann ganz verwirrend. Ein junger Goldschakal sieht dann ganz schnell mal aus wie ein erwachsener Fuchs. Oder eben ein ausgewachsener Goldschakal, wenn man ein Bild hat, wo man keine Proportionen erkennen kann, wo man keinen Größenvergleich hat. Wie groß ist denn dieses Tier jetzt eigentlich? Dann kann das auch mal mit einem jungen Wolf, mindestens mit einem jungen Wolf, oder mit einem ausgewachsenen Wolf, wenn es kein allzu großer ist, tatsächlich verwechselt werden. Wie gesagt, wenn die Proportionen nicht stimmen. Hier haben wir ja jetzt für diese Fotoserie den Vorteil, dass die alle ungefähr am selben Ort stehen und damit ist ein Größenvergleich auch für das menschliche Auge jetzt so einigermaßen möglich. Aber in der Praxis hat man ja nicht eben diese Zusammenstellung verschiedenster Tiere am selben Ort und hat dann auch diesen Größenvergleich nicht. Und dann wird es wirklich durchaus schwierig, insbesondere unseren lieben Fuchs und seinen Goldschakal auseinanderzuhalten. So, dann muss ich an dieser Stelle ein kleines bisschen, möchte ich gerne auch an dieser Stelle ein kleines bisschen Werbung machen. Ihr findet verlinkt den YouTube-Kanal von Frau Hartlauf, von der auch dieses Bild hier ist. Jennifer Hartlauf, die ist Österreichs ja, Goldschakal-Monitoring-Frau sozusagen. Meines Wissens ist sie da auch diejenige, die da mit Abstand am meisten mit dem Goldschakal-Monitoring zu tun hat. Gleiches gilt für in Deutschland mit dem Felix Böcker. Der ist bei uns der führende ja, Goldschakal-Untersuchende, nenne ich es jetzt einfach mal spaßeshalber. Und bei den Leuten kann man dann also auch, wenn man die mal nerven möchte, falls man einen Goldschakal gesehen zu haben glaubt, vorstellig werden. Allerdings sollte man sich dann auch bitte schön sicher sein, dass man wirklich einen gesehen hat, weil die Chancen, dass man da eine Verwechslung auferliegt, sozusagen, sind natürlich sehr, 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 sehr hoch. Ich verlinke mal Publikationen und Links zu beiden Personen, spaßeshalber noch in der Videobeschreibung, auch allein schon bei den ganzen Quellenangaben, die ihr da finden werdet. Es gibt auch noch einen sehr schönen Video. YouTube-Kanal, wo man auch einiges Material zur Rotschakal-Forschung finden kann von der Frau Hartlauf selber, beziehungsweise von ihrem Projekt, und zwar Goldschakal.at, aber auch das verlinke ich euch definitiv. Dann könnt ihr euch das mal in Ruhe, wenn ihr danach, nach dem Video noch oder nach dem zweiten Teil spätestens, den wird es nämlich geben, ja, noch Bock habt, könnt ihr euch dann in dieser Hinsicht noch ein bisschen weiterbilden. Ja, und unser Goldschakal, wie schaut er denn jetzt nun aus? Hier haben wir, glaube ich, ein Foto, wo man das ganz gut erkennen kann. Und zwar zunächst mal, er ist ein Ticken höher als ein Fuchs, aber eben nicht länger als ein Fuchs. Damit erscheint er insgesamt von der Gesamtgestalt her relativ, ja, ich will es nicht dick sagen, aber so ein bisschen moppelig und ein bisschen kompakt ist der Gute schon. Ja, einfach weil er eben mehr als doppelt so viel wiegt wie so ein Fuchs bei ähnlicher Länge und ähnlicher Größe. Muss er ja folglich ein bisschen dicker sein. Er hat auch relativ starke Schenkelmuskulatur, ne? Also hinten. Ich persönlich finde das charakteristisch. Ja, das kann man sich natürlich streiten. Jeder muss bei der Bestimmung von Tieren, beim Erkennen von Tieren, sich auch so seine individuellen Merkmale nach und nach so ein bisschen rausbilden, die er sich gut merken kann. Und ich finde irgendwie diesen saftigen Schinken, nein, den kann man nicht essen. Aber finde ich persönlich recht charakteristisch. So, dann
Goldschakal deswegen, weil die untere Hälfte vom Bauch bzw. die Beine und eben auch der, ja, etwas nicht alles, alles unterhalb vom Rücken sozusagen, gerne eben in diesem golden-rötlichen Ton gehalten sind. Das kann natürlich auch beim Fuchs vorkommen, eine solche Farbausprägung. Der Fuchs hat aber im Regelfall dann nicht eine schwarze Schwanzspitze, was der Goldschakal eigentlich nahezu immer hat, oder zumindest eine sehr dunkle Schwanzspitze. Und ich merke mir so, der Goldschakal hat ein Deckchen auf den Rücken geschmissen bekommen. Ne? Irgend so ein Großmütterchen, das gerne dunkle Deckchen häkelt, hat ein Deckchen gehäkelt und es ihm auf den Rücken gelegt. Und jetzt rennt er da mit seinem Deckchen auf dem Rücken in der Gegend herum. Ne? Außerdem hat er einen weißen Schnauzfleck, ja? Also um die Schnauze drumherum immer ein weißer Fleck. Häufig ist er auch noch als Kehlfleck ausgebildet. Und die Ohren sind im Vergleich zum Fuchs, zum Kopf, Ohren-zu-Kopf-Verhältnis deutlich kleiner, als das beim Fuchs der Fall ist. Aber da braucht man auch wieder einen guten Blick dafür und auch wieder individuelle Unterschiede natürlich ein bisschen. Aber die Ohren sind eher klein gehalten. Auch ist die Schnauze nicht ganz so spitz wie beim Fuchs. Der hat ja eine ausgesprochen spitze Schnauze. Hier ist der Goldschakal noch ein bisschen breiter ausgestattet, ein bisschen stumpfer ausgestattet und potenziell auch ein bisschen größere Beute erlegen zu können, als so einem Fuchs die Möglichkeit gegeben ist. Ja. Hier nochmal ein hübscher Goldschakal. Auch da wieder sieht man schön das Deckchen, was er auf dem Rücken mit sich herumträgt. Auch hier wieder charakteristisch die schwarze Schwanzspitze. Die finde ich, sieht man sehr gut und die fällt einem gleich ins Auge, dass eben also von diesem rötlich-goldenen des unteren Körperbereichs sich die Schwanzspitze dann nochmal deutlich abhebt. Hier sieht er so aus, als hätte er deutlich größere Ohren. Zu den Ohren muss man auch nochmal sagen, wenn man mal die Rückseite der Ohren sieht, die sehen genauso aus wie das restliche Fell auch. Die Ohren sind also nicht nochmal zusätzlich hervorgehoben, die Ohrrückseite. Beim Fuchs ist das ganz häufig so, dass er die Ohrenrückseite schwarz hat oder sonst farblich irgendwie hervorgehoben. Das ist also auch nochmal ein gutes Unterscheidungsmerkmal zum Fuchs. Außerdem hier der weiße Kehlfleck, häufig ziemlich dreieckig. Manchmal setzt er sich noch fort in diesem Fall zum Beispiel zwei weißlichen oder cremefarbenen Streifen. Das ist aber nicht ganz charakteristisch. Da kommt es dann halt immer auch wieder auf die individuelle Ausprägung, ob wir es mit einem besonders hübschen Schakal oder eben einem nur so durchschnittlichen Schakal zu tun haben. Mann, ne? Ist ja bei uns Menschen bekanntermaßen auch nicht anders. Ja, aber wirklich ein hübsches Tier, ne? So, auch das hier soll angeblich ein Goldschakal sein. Und da muss man jetzt sogar manchmal auch das Internet hinterfragen, ne? Also bei diesem Bild steht Goldschakal dabei. So, allerdings hat der kein wirklich dunkles Schwanzende. Man sieht die Decke, die er übergeworfen hat, nicht gut. Die Goldfärbung der Schenkel zum Beispiel ist nur so rudimentär vorhanden. Bäuchlich ist er nicht besonders golden. Dann hat er fast schon sowas wie eine Mähne. Ja, weißer Kehlfleck ist aber jetzt halt bei Kaniden auch nichts Besonderes. Das könnte also theoretisch meiner Meinung nach auch ein Goldwolf, Canis lupasta, sein, den man früher übrigens auch als Unterart des Goldschakal, beziehungsweise die beide zusammen als Unterarten jeweils des gleichen Tieres betrachtet hat. Da wäre ich mir jetzt also zum Beispiel gar nicht sicher, ob das jetzt hier überhaupt einer ist. Ja? So, aber das sind jetzt wirklich genug Beispiele, um darauf hinzuweisen, die Bestimmung ist schwierig. Das Verbreitungsgebiet, das wir hier sehen können, unterteilt sich einmal in diese gelbe Zone sozusagen und dann noch die roten Pünktchen. Die gelbe Zone ist das Gebiet, bei dem man sich sicher ist, dass er sich da reproduziert, wo er als ständiger Bestand sozusagen nachgewiesen ist. Das ist beispielsweise die nördliche Türkei, wie man hier sehen kann. Das ist tatsächlich sogar eine Ecke von Griechenland. Das ist entlang der Mittelmeerküste gegenüber von Italien. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, Hauptverbreitungsschwerpunkt ist tatsächlich der Balkan. Da fühlt sich der Goldschakal sehr, sehr wohl. Und von da hat er sich jetzt eben in den letzten Jahrzehnten noch deutlich weiter ausgebreitet in Europa. Wir sehen hier die roten Punkte. Das sind Einzelfunde von Schakalen, die man da sicher nachweisen konnte. Also nur ganz sichere Nachweise zählen. C1-Nachweise sogenannte.
Oder zum Beispiel ein toter Schakal, den man gefunden hat, oder ein gutes Foto, wo die Identifikation möglich gewesen ist, sowas in diese Richtung. Und da sehen wir zum Beispiel welche in der Schweiz, wir sehen einige in Italien, wir sehen in Sachsen einen, wir haben aber auch in Polen zwei und witzigerweise bis rauf nach Finnland, ja, oder zumindest, ich weiß nicht, ob in der Karte, nee, ist in der Karte nicht mehr drin, aber es gibt inzwischen auch Funde in Finnland, die eben bestätigt sind. So, das Ganze ist ein bisschen älter, diese Karte hier, und zeigt aber trotzdem bereits ein wirklich faszinierendes Ausbreitungsverhalten dieser Tierart. Man freut sich, man wartet nur darauf, dass sie doch bitteschön endlich auch mal bei uns in größerer Zahl ankommen möge. So, und dankenswerterweise hat wieder die Frau Hatlauf diese Karte auch in ergänzter Form mal publiziert. Und da finden wir nämlich neben den roten Punkten von Trobo-Trobwurst et al., also das war die Karte, die wir eben hatten. Ich kann das leider wirklich nicht aussprechen, das tut mir leid. Mit den roten Punkten hier eben noch weitere Einzelnachweise von Rank und Hatlauf von 2018. Ja? Und jetzt ist das Lustige, dass wir ja bei vielen Wildtieren feststellen, dass in den Lockdown-Phasen der Corona-Pandemie, die sich dann noch besser ausbreiten konnten und noch besser auf Wanderschaft gehen konnten. Das heißt, man darf davon ausgehen, und es werden auch immer weiter neue Sichtungen gemeldet und neue Belege gesammelt für eine weitere Ausbreitung des Goldschakals, dass hier also noch längst nicht Schluss ist in dem Level, wie wir das hier haben. Österreich hat inzwischen ja nachweislich reproduzierende Rudel. Deutschland vielleicht auch schon, ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, weil man sich zum Beispiel ohne eine Rudelbildung, zumindest im mittleren Deutschland oder im mittleren Polen, nur schwer vorstellen kann, wie die Tiere bis Norddänemark gekommen sind. In Skandinavien ist bisher, also zumindest über die Insel, über Dänemark hinaus, noch nichts vorgekommen, aber selbst wie gesagt in Finnland war inzwischen mal einer. Das heißt, das Potenzial dieser Art, sich in der Landschaft unbegrenzt nahezu in Europa auszubreiten, ist riesengroß. Und er ist auch nicht auf irgendwelche besonderen Lebensraumtypen angewiesen und außerordentlich vielfältig, da wo er sich niederlassen kann und möchte, da bleibt er auch. Einzige Ausnahmen sind tatsächlich sehr, sehr kalte Gebirgsräume, also die Hochlagen der Alpen beispielsweise. Da kommt er zwar mal hin und wieder vor und wird gesichtet, wird er aber wahrscheinlich nicht über größere Zeiträume anzutreffen sein. Und das zweite Ausschlussgebiet sind tatsächlich urbane Lebensräume, also mitten in der Stadt. Das ist auch nichts für den Goldschakal. Dafür ist er dann wieder zu groß. Da fühlt sich der Fuchs erheblich wohler und kann sich da deutlich besser einfügen. Jedenfalls hat man bisher noch nichts gefunden, dass Goldschakale im urbanen Lebensraum vorgekommen wären. Aber davon abgesehen hält ihn eigentlich wenig auf. Dichte Wälder sind vielleicht auch eher ein untypisches, dauerhaftes Wohngebiet. Aber ja, wer weiß. Grundsätzlich spreche nichts dagegen. Es gibt nichts am Goldschakal, was ihn davon abhalten sollte, auch dichte Wälder besiedeln zu können. Also zum Beispiel einen Buchenmischwald oder ähnliches. So, und damit kommen wir dann mit weiteren Details zum Goldschakal und vor allen Dingen mit den Gründen und den auslösenden Faktoren für sein bemerkenswertes Wanderverhalten bei Teil 2 nochmal drauf zu sprechen. Und den gibt es möglicherweise vielleicht sogar morgen. Ansonsten macht's gut und bis morgen, beziehungsweise bis zum nächsten Mal.